Ladies and gentlemen, bewegen Sie die Hände für Ihre Kämpfer. Elias Jacobi und Tauras Kunkis. Ein bayerisches Duell jetzt hier in Nürnberg. Die Ingolstädter treffen auf die Münchner. Wenn man die Gyms betrachtet, ja, das ist richtig. Second Sound, Betreuer aus dem Ring. Second Sound, please. Vielleicht so eine Art internes Ranking. Mal gucken, Runde wie viele Sieger heute nach München gehen. Wie viel vielleicht nach Ingolstadt, wenn Mario Wittmann selber nachher noch kämpft. Elias Jacobi extrem kräftig gebaut. Er sieht fast eine Gewichtsklasse schwerer aus als Tauras Kuski. Ich frage mich auch, wie er das geschafft hat, hier am selben Tag die Waage und dann... Oh, schöner Shoot hier von Tauras Kuski, den jetzt Jacobi aber wunderbar verteidigt hat. Beide befinden sich jetzt hier direkt bei uns in der Ecke im Clinchen. Oh, ein Wurf! Oh, direkt in die Mauer! Oh. Das ist gefährlich, das ist gefährlich! Wahnsinn, ey. Das ist sehr gefährlich. Und Jacobi hier direkt drauf in der Mount. Und schöner Trip-Takedown-Versuch. Aber nicht runtergebracht zu Boden. Wahnsinn, ey. Schön gemacht von Tauras Kuski. Jetzt Knie hier im Clinch. Elias Jacobi hat von vornherein gesagt, ihm liegt der Standkampf mehr. Und schon wieder Opferwurf. Also, ich habe diese Würfe. Oh, wunderbar. Ja. Schön, direkt im Rear Naked Choke. Mit dem Arm schon noch fast hinten im Nacken drin. Elias Jacobi. Elias Jacobi kurz davor, den Kampf zu beenden. Ja, streckt ihn schon aus. Der eine Hook ist drin. Aber was muss hier aufpassen? Elias Jacobi ist sehr explosiv, sehr gefährlich mit den Schlägen hier. Oh, Kuski muss aber auch bärenstark sein, wenn er den so hochdrückt. Oh, was ein Wurf, was ein Wurf, was ein Wurf. Der geht nach vorne hier, der lässt sich gar nicht beeindrucken. Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt hier auf den Mann vom Pound for Pound Team. Bekannt für ihren Bodenkampf. Die Defensive müsste dementsprechend gut ausgebaut sein. Und Jacobi steht wieder auf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die ersten zwei Minuten sind rum. Und da haben sich beide nichts geschenkt. Sind die Energieposten schon hier aufgebraucht? Ja, das waren starke zwei Minuten und kraftzehrende zwei Minuten. Jetzt sieht man, jetzt sind sie schon ein bisschen... Jacobi trifft gut. Das waren verrückte die ersten zwei Minuten hier. Jacobi lauert da. Fixiert den Gegner und will unbedingt. So, jetzt Kuski schnappt ihn sich, versucht ihn sich zurechtzulegen. Noch sind zwei Minuten in diesem Duell. Oh, es geht jetzt wohl etwas die Luft aus. Ist in der Unterlage. Ringrichter hier fordert Aktion. Oh, Flying Knee Ansatz. Jetzt mal der erste Kick von Jacobi. Beide geben sich hier, oh, in besser Brightman hier, die Fäuste direkt aus dem Clinch. Knie von Jacobi. Und jetzt merkt man, beide schnaufen ein bisschen durch. Da bin ich mal gespannt, ob beide dieses Tempo drei Runden lang gehen können. Nee, auf gar keinen Fall. Allein schon die Muskulatur, die beide haben. Letzte Minute der ersten Runde. Die geben wirklich alles hier in der ersten Runde. Und schon wieder schöner Hüftwurf. Tauras Kuski, aus dem Judo-Background kommt. So ein Judo-Background herkommt. Wunderbar. Schön, aber Jacobi kommt immer wieder auf die Beine. Kommt immer wieder auf die Beine. Kuskis kann ihn hier kaum kontrollieren. Jetzt muss er aufpassen, weil Jacobi setzt und eben auf diese Schlaghärte, die er hat. Und schon wieder drin. Wie lange kann er das noch versuchen?
immer richtig eng dran. Schöner Bodylock, Outside Trip und schon wieder auf dem Boden. Und jetzt langsam fängt er an, das zu akzeptieren. Jacobi jetzt auf dem Boden. Aber 10 Sekunden noch in dieser ersten Runde. Das sind keine nennenswerten Zeiten, die er da jetzt abliegen muss. Da passiert nichts mehr. So, der letzte Schlag des Gefechts. Den landet Elias Jacobi in der ersten Runde. Das war eine richtig starke, kraftraubende Runde für beide. Das hat man schon während des Rundenverlaufes gemerkt. Kuskis und Jacobi hier mit vollstem Einsatz in der ersten Runde. Wir sind wirklich gespannt, wie sie hier aus der ersten Rundenpause herauskommen. Und ringfrei Runde 2. Beide haben schon viel Federn gelassen in der ersten Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie die zweite Runde öffnen werden. Also sie gehen ruhiger an, das ist gleich zu merken. Beide versuchen es erstmal mit Kicks, und zwar mit langen Kicks, damit sie sich den anderen vom Leib halten. So, Elias Jacobi, der schüttelt die Arme. Wirkt unglaublich angespannt, die ganze Muskulatur bei ihm. Jetzt probiert das Jacobi selber mal mit dem Clinch. Und immer diese Outside, immer diese Hüftwurfansätze und diese Outside-Trip-Takedowns. Ja, Kuskis, der hat wirklich Judo und Ringen früher betrieben in seiner Jugend. Das merkt man, das sieht man dann einfach an seiner... wie soll man sagen, Motivation, den Kampf auf den Boden zu bringen. Die Takedown-Eingänge, die sitzen alle nur im Festhalten am Boden oder im Finalisieren des Takedowns. Da schlägt ihm Jacobi immer noch ein Schnippchen am Ende. Oh, und das war das K.O. Das war's. Das dürfte der im Kampf. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, war das ein krasses Team. 1 Minute 30 in der zweiten Runde rum. Voll eingeschlagen, Wahnsinn. Wahnsinn, aber oh, schade. Kuskis wäre noch im Kampf gewesen, der war kurz weg. Der war kurz weg, fast ein Kampf. Fast ein Kampf. Und das sieht aus wie eine griechische Statue, die dahin gesetzt worden ist, die dorthin gemeißelt worden ist. Schade. Wahnsinn, tolle Aktion von Elias Jacobi. Aber schade, dass er jetzt dann so beendet wurde. Boom, da war er kurz weg, weggesackt. Und dann ist der Ringrichter eingeschritten. Da war er dann wieder da sieht man es. Ja, aber davor, und da muss Steffen Ramelow reingehen und da muss er sagen, aus. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Was ein Kampf. Ein Knallerduell. Beide sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Referee-Stoppage in der zweiten Runde nach einer Minute 27 Sekunden. Grund dafür war ein Einschlag über ein Flying Knee. Der Sieg geht an den Mann von Pound for Pound Munich, Elias Jacobi. Herzlichen Glückwunsch an das Münchner Team. Starker Kampf.